Hallöchen und komm zurück. Oh, es kommt ein Video. Bayern einfach. Er hat nicht mal überprüft, ob ich noch atme. Boxmas Style. Er nahm meine Armbrust und meinen Klingenstab an sich und ließ mich halb bewusstlos zurück. Das war ich. Ich könnte schwören, dass er dabei gekichert hat. Na klar, ich gekichert, Mann. Ich kichere immer. Als ich spürte, wie die Magie starb, war mir klar, was er getan hatte. Er hatte die Welt gerettet. Aber um welchen Preis? Dürren, erstmal keine Rolle. Hungersnot. Die Lage hatte sich seit den Ork-Horden nicht gebessert. Ich war immer noch der älteste lebende Kriegsmagier. Schabusch. Mit letzter Kraft gelang es mir, einen kleinen, schwachen Spalt zu öffnen. Sie hatte ihre Schwächen. Das wusste ich. Aber zusammen als Team hatten meine beiden schwachköpfigen Ex-Lehrlinge durchaus... Potenzial. Ja, wir hatten nochmal gute Momente, ne? So, der Dienstboteneingang. Das heißt, sie kommen von diesem Tor. Okay, müssten dann hier lang. Hier durch, dort lang. Was ist das da hinten? Ist das auch noch ein Tor? Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist auch noch ein Tor, ne? Dann denke ich mal, kommen die irgendwann von hier. Das heißt, wir machen erst ab hier dicht. Wir fangen von hier an dicht zu machen. Da sind wir für beide Wellen gewappnet. Egal von wo sie kommen. Von da können sie noch kommen. Okay, passt soweit. Dann gehen wir mal schnell hinter. Gibt es hier irgendwas noch zum Teleporten? Nee, gibt es hier anscheinend nicht. Die Welle kann schon mal starten. Und wir wollten ja Nahkampf machen. Wenn ich sie kriege. Und probieren nicht runterzufallen dabei. Ah, der hat mich geslowt. Ich muss sie kriegen. Ich krieg dich. Stirb. So, wo lebt ihr noch? Da lebt ihr noch. Warum lebst du noch? Nächste Welle geht los und die kommt von hier. Okay, also hatte ich doch recht. Kommt von beiden Seiten. Ich möchte es gern verkaufen. Warum geht das nicht? Warum gehen die jetzt den Weg lang und nicht gleich hier den Weg lang? Verstehe ich nicht. Wegfindung der Orks. So, meine Fallen helfen jetzt hier ein bisschen. Aber gleich kommen noch die anderen von der anderen Seite. So, sag ich nur meine Brandfallen. Und dann war's das schon. Das ist eine ganz schöne, knifflige Map. So, haben wir alle. Wir haben alle getötet. Ist gut. Kann man jemals zu viele Fallen haben? Nein, kann man nicht. Da sind wir uns wohl mal einiger Meinung. Einer Meinung. So, wir brauchen mehr Cash. Oh, es waren das sind das schon die, die hier rennen können. Und alles wegballern. Ja, da kommen sie. Die müssen wir halt echt immer wegsprengen. Aber noch sieht es ganz okay aus. Und eigentlich wollten wir ja, ne? Aber ich sag, wenn solche Sprengviechter dabei sind, da Nahkampf.
ist mir echt zu gefährlich. Ist mir zu gefährlich, ich schwöre, Junge. Oh ne, die Münze hole ich nicht, das ist mir zu weit weg. Da bin ich zu faul, ganz ehrlich. Ich kann jetzt hier baue ich noch ein paar so... Ein paar, ne? Mehr geht aber nicht. Irgendwie macht das Ballern aber auch mehr Spaß. Ne? Nahkampf ist immer zu gefährlich. Und das Schöne ist, bis die anderen kommen, da habe ich die Welle schon meistens immer down. Und da könnten noch so ein paar Umlenkpfeilen hin, dass die nach hier geschubst werden, wenn das funktioniert. Jo, geht eigentlich auch, geht recht gut. Oh, der dicke Ogre kommt. Ah, der verbrennt ja eigentlich, ne? Oh. Easy. Aber noch nicht, die Sache ist noch nicht vorbei. So, nächste Welle kommt gleich. Wir machen hier noch ein bisschen. Theoretisch können auch wir schon ein paar verbrennen. Diese Armbrustschützen, ey, die mag ich echt nicht. Was mit dem Ogre, der backt da fest. So muss sein, das gefällt mir. Ich habe halt echt nicht viel an mir hier hinten, ne? Oh, ich würde dann hier noch ein paar mehr fallen. Weil das ist hier meine letzte Bastion, diese paar Feuerfallen. Und ich müsste meine Dings aktivieren, meine Münze. Ich brauche mir nämlich mehr Mana. Aber ich habe keinen Mana. Ja, hier Mr. Buggy. War also tot. Okay. Hat sich tot gebackt. Nee, hier kommt keiner lang. Und hier kann ich sie nur rüber. Nee. Hier entlang, bitte, Herr Ork. So, hier wollte ich ja noch ein bisschen, ne? Dass das nicht so das letzte ist. Und jetzt aktiviere ich auch mal meine Münze. Denn mehr Money, mehr Fallen und desto schneller sterben diese verdammten Ochse. Irgendwo kommen nur welche, die sich in die Luft sprengen. Ist schon jemand durch? Nö. So, jetzt muss ich mal Mana safen. Oder sind sie schon tot? Die fallen da hinten, brauche ich was gar nicht. Da geht ja fast keiner lang. So, und da kommt keiner mehr durch, wie es aussieht. Ein Schädel. Hey, 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 hey. So, alles einsammeln an Münzen, was es gibt. Und dann würde ich sagen, ne? Wir klatschen ja alles mit Fallen voll, scheißegal. Das war mal der Kopf eines Orks. Das war mal der Kopf, ja. So, die sind echt geil, die Fallen, die gefallen mir. Einfach alles und jeden wegbrennen. Egal was kommt, wir töten es. Dafür stehe ich mit meinem Namen. In Kasu Moskau. Ich töte dich, kleiner Ork, hast nicht gezahlt Rechnung. Um in meinem Büchsenlauf. Bam. So, und noch einer weg, und noch einer weg. Und zack. Das läuft. Und diese Tänze, ne?
Lass uns tanzen, Tango. Muchacho, komm. Und hier muss ich stehen bleiben, da können mich die auch nicht erwischen, diese Armbrustschützen. Kommt da keiner an da drüben? Nö, verbrennen alle. Oder komm mal einer durch. Also meine Schwefelmaschinerie läuft hier gut an. Ich packe alle ab. Und fackle dabei nicht lang. Ja, na klar, komm, ich steck zwei Schüsse ein oder was. Oh, da drüben liegen jetzt so viele Münzen. So, Münzen, 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 Münzen. Wie gesagt, dieses Gegenstand lohnt sich echt gleich am Anfang mitzunehmen. Man kriegt halt so viele extra Coins und kann dann so viele extra Fallen bauen. Und dadurch schön den ganzen Ort schlachten. Ich sag ein bisschen mehr Nahkampf. Oh, Nahkampf ist schon. Da muss man schon ein bisschen was können. Das kann ich nicht. Ich kann nur schießen. Ja, verbrennt alles, mir egal. Jetzt brauche ich nochmal die Fallen, die habe ich auch schon ewig nicht gebraucht. So, wo bauen wir jetzt noch ein paar Fallen hin? Wir können hier schon mal hier unten gleich noch verbrennen lassen. Gleich wenn sie rauskommen, ein bisschen tanzen. Selbst der Ober tanzt. Ja, warum geht er außen lang? Das ist viel zu lang der Weg. Und ich chill erstmal hier eine Runde. Da kommt eh nicht an der Ober, war klar. Von der anderen Seite kommen dann wieder durch solche selben Luftlagen. Kommt halt auch keiner wirklich an. Wir können beim Stern zugucken. Zack, zack, zack. Oh, nee, doch nicht. Nö. Ja, der Typ kommt an. Okay, los. Nee. Nee. Und du auch nicht. Das war ja echt leicht, meine leichte Map. Aber ihr müsst halt, wie gesagt, ne, gleich am Ausgang zumachen. Weil da oben ist noch ein Eingang, wenn du da beide Seiten dicht machen willst, das wird nichts. Und wir haben ein neues Eisamulett und 10 neue Schädel. Ich würde sagen, wir gucken nochmal schnell ins Zauberbuch. Denn ich will meine neue Lieblingsfalle aufrüsten. Kann ich auch nicht mehr, fehlen noch 2 Schädel. Was gibt's noch für schöne Fallen? Eine Dampffalle. Müssen werden, nee, nur schweben ist ja langweilig. Eine Münzpresse bringen mehr Münzen. Okay, okay, okay. Ein Bodenflamer, geil. Ein Heilbrunnen, ja, wäre nicht schlecht, ne, für den Nahkampf. Spornpilze bekehrt den ersten Gegner, der drauf tritt. Mhm. Ein Zermalmer und diesen noch nicht freigeschalten. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns treu. Tschüss, Europa.